Sie brauchen wenigstens ein Ventil für ihre Wut, die Trauer, den Frust. Angehörige chinesischer Passagiere demonstrieren vor der malaysischen Botschaft in Peking. Gebt uns unsere Familien zurück, rufen sie. Die Schlussfolgerungen der malaysischen Regierung reichen ihnen bei weitem nicht. Sie brauchen Gewissheit, so schmerzlich sie auch sein würde. Wir verlangen Gerechtigkeit. Sie sollen uns unsere Familien zurückgeben. Sie haben uns belogen, wir vertrauen ihnen nicht mehr. Ich glaube, unsere Familien sind noch am Leben. Auch offiziell verlangt China die Herausgabe der Daten, auf die Malaysia sich bei der Einschätzung der Lage beruft und will auch selbst ermitteln. Malaysian Airlines versucht zu beschwichtigen, dämpft aber allzu große Hoffnungen. Die Untersuchung könnte sich als noch langwieriger und komplexer erweisen, als sie ohnehin ist. Doch wir werden die Familien weiter unterstützen. Auch Australiens Premierminister verspricht Hilfe. Das ist eine äußerst schwierige Sache. Der mutmaßliche Unglücksort ist weit abgelegen, aber noch immer am dichtesten an Australien. Und wir sind für so eine Operation gut ausgerüstet. An diesem Tag aber müssen die Suchflugzeuge in Perth am Boden bleiben. Sturm und raue See machen jeden Einsatz im Zielgebiet unmöglich und zerschlagen vorerst die Hoffnung auf schnelle Fortschritte bei der Suche nach Unglücksflug MH370.